Und damit recht herzlich willkommen zurück hier auf unserem Community-Server. Heute mal zur Dinkelernte. Ja, ich habe gerade mal schnell meine zwei Anhänger hier angehangen. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Feld hoch. Da werden wir gleich einen Dinkel ernten. Sobald wir am Feld sind, müssen wir noch kurz beim Lohnunternehmer vorbeischauen und bei dem unseren geliehenen Drescher abholen. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Ernte. Ja, bin ich sehr gespannt. Das allererste Mal Dinkel ernten hier im LS22 für mich. Das Feld neben mir muss der Nachbar auch noch ernten diesen Monat. Hier vorne links sehe ich, da hat schon einer was gedroschen. Hier rechts sehe ich schöne Luzerne. Die ist auch schon reif oder müsste demnächst reif sein. Das Feld hier hat übrigens der Nachbar auch gekauft. Oder ist da vorne? Das sind zwei Zuckerrübenfelder. Eines davon wurde definitiv auch gekauft. Ach, und hier ist auch... Das war jetzt, glaube ich, Tritikale. Ich würde jetzt einfach mal kurz hier parken. Schaut mal, was wir hier gebaut haben. Schauen uns gleich mal von nahem an das ganze Sache. Hier erstmal parken wir kurz hier einen Traktor. Also, das hier ist einmal mein Dinkel. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Erntereif. Was können wir denn erwarten, dass wir hier ernten? 8,42 Tonnen pro Hektar. 23.000 Liter. Schauen wir mal. Also sollte auf die zwei Anhänger drauf passen. Ja, hier ist so ein bisschen so eine prädestinierte Kurve, wo dann manche Leute nicht so aufpassen und dann mal gerne irgendwie hier so ein bisschen durch mein Feld durchfahren. Und deshalb habe ich jetzt hier mal eine schöne Birke hingepflanzt. Eine kleine Bank. Und schaut mal da drüben. Der Nachbar hat es auch gemacht. Der hat sogar hier noch einen Bienenstock. Ne, Mülleimer ist es. Mülleimer hat er dazu gestellt. Ja, und dann hoffe ich doch mal, dass hier niemand mehr durch mein Feld durchfährt. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt wird es geerntet, aber wenn es dann neu angesät ist, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann verhält. Jetzt muss ich kurz bis davor laufen. Einmal beim Nachbarn hier. Gerade hier schauen, da steht ein Drescher. Ja, ich würde sagen, den schnappen wir uns, oder? Einen großen Lexion 8900. Der hat hier noch Raps im Tank. Oder soll man den da nehmen? Ich weiß jetzt nicht, wo der Raps hin soll. Schauen wir mal kurz. Der ist leer. Nehmen wir den hier. So, schnell umentschieden. Jetzt einmal müssen die Hühnchen hier aus dem Weg. Fahren wir einfach mittig drüber. Hoffen wir mal, dass da nichts passiert. Ah, das wird abenteuerlich hier. Müssen wir da hoch und da oben irgendwo raus. Das ist sehr, sehr eng hier. Eieiei. Ja, man sieht schon da drüben. Da ist es selber schon ein bisschen ins Feld reingefahren. Weil es halt nicht gereicht hat. Hängen wir irgendwo? Oh ja, oh ja. Ah, komm, den kriegt man dafür rausgezogen. Sieht gut aus. Wie?
So, jetzt hat er aber. Schauen wir mal, was der Drescher hier so kann. Ob wir damit schnell und schlagkräftig unser Feld abernten können. Ich sehe gerade der Mais hier neben mir. Der kommt mir schon verdächtig groß vor. Mal kurz hier checken. 5 von 6. Ich glaube, ich muss mal nach meinem Mais gucken, ob der schon so weit ist. Den vielleicht diesen Monat auch noch wegputzen müssen. Dann wird's kritisch. Ja, erstmal machen wir jetzt hier gemütlich unseren Winkel weg. Ich glaube, ich parke am besten da vorne auf der Wiese. Dann komme ich auch schön gut ans Schneidwerk ran. Stroh wird natürlich mit nach Hause genommen. Können wir brauchen für unsere Tiere. So, dele. Einmal abkuppeln. Manuelles Abkuppeln haben wir hier auf dem Server nicht drauf, weil das mag nicht jeder. Und wir haben hier tatsächlich auf dem Server nur Mods drauf, die man dann tatsächlich auch, also die jeder individuell für sich ein- und ausschalten kann. Und es geht leider bei manuellem Ankuppeln nicht. Es ist einmal global für alle gleich. Mal Drescher ausklappen, Schneidwerk ausklappen. So. Strohablage, Schwadablage ist an, sehr gut. Na, dann kann es losgehen. Fahren wir einmal außen rum, dass wir genügend Platz haben zum Wenden, und dann können wir unsere Bahn drehen. Ich bin mal gespannt. 600 Liter haben wir schon. Gut, wir haben eine riesen Arbeitsbreite. Gar nicht drauf geschaut, wie breit das Schneidwerk ist, aber ich schätze mal so 8,40, 9 Meter rum wird man schon haben. Genau, ich sehe jetzt gerade, das Feld wird tatsächlich von mir auch zum allerersten Mal geerntet. Habe ich zuvor noch nie geerntet. Hängt einfach daran, ja, dass ich das neu gekauft habe, bevor ich hier einen Dinkel eingesät habe. Wenn ich mir überlege, das ist schon brutal, was ich dieses Jahr schon wieder an Felder gekauft habe. Dieses Feld hier. Dann zwei Maisfelder. Eins habe ich selber angesät, eins war schon angesät. 47 und 6 oder 49, irgendwie so. Plus ein Feld, ein kleines Feld, wo ich Säukumhirse, Silagesäukum angesät habe, habe ich auch noch gekauft. Ja, die müssen wir natürlich einmal alle gut abernten, dass wir dann auch entsprechend beim Verkauf einen guten Umweltbonus haben. Ist gerade mit Precision Farming schon so ein bisschen wichtig, dass wir hier auch darauf achten, wenn wir neue Felder kaufen, dass es nicht irgendwie dann ist, wenn man gerade mitten am Verkaufen ist oder so. Weil das drückt dann, je nachdem, gerade am Anfang, wenn man nicht so viel Fläche hat, den Umweltbonus unter Umständen schon ganz schön runter. So, hier wird der Boden besser. Wir fahren schon ein bisschen langsamer. Korntank zu einem Drittel voll gleich. Ja, schöne große Körner haben wir hier.
Sehr gut. Ja, wir sind hier auf der irgendwo in Thüringen von Castor und Dinkel ist allerdings in der Originalkarte nicht mit dabei. Falls ihr das selber einbauen wollt, dann schaut gerne in meine Tutorial-Playlist. Dort habe ich entsprechend ein Video gemacht, wie ihr Dinkel selber in diese Karte hier einbauen könnt, beziehungsweise die Anleitung, die gilt einmal allgemein, die könnt ihr für jede eurer Lieblingskarten anwenden. So, jetzt sind wir dann gleich einmal außen rum hier. Guck mal, dass wir da vorne nicht gegen die Bank fahren. Tankinhalt. Könnte man eigentlich direkt noch eine zweite Runde dranhängen. Ja, hinsichtlich auf dem neuen LS. Also ich würde mir sehr, sehr gerne ein Feuchtigkeitssystem wünschen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich habe halt hier keine Informationen. In Realität würde ich immer direkt auf den Bildschirm gucken bei so einem neuen modernen Drescher, der sowieso eine Feuchtigkeitsmessung direkt schon verbaut hat. Und dann könnte ich sehen, hey, das, was ich gerade dresche, das hat jetzt eine Feuchtigkeit von 12,3%. Passt. Beste Qualität. Denn wer es nicht weiß, ja, wenn man Getreide zu früh erntet und es ist zu feucht, dann kann es zum einen zur Schimmelbildung kommen und zum anderen kann es dann natürlich auch kommen, passieren, oder das wird mit Sicherheit so sein, wenn er das dann abliefert beim Landhandel, wo auch immer, dass sie dann sagen, hey, ein bisschen feucht, da müssen wir jetzt Energie reinstecken und das Ganze trocknen. Da ziehen wir dir ganz schön mal was ab. Natürlich, je feuchter das ist, umso schwerer ist es auch. Ja, das ist dann quasi auch so ein bisschen schon fast Beschiss. Aber wenn es getrocknet ist, dann ist es nur noch leichter. Und es ziehen die halt einfach alles knallhart ab. Und dann kriege ich da weniger für mein Geld. Und das kann man ja ganz einfach irgendwie lösen, indem man dann halt, meistens reicht es in der Realität 4-5 Tage zu warten, manchmal sogar weniger, kommt ganz drauf an auf die Temperaturen und aufs Wetter, und dann ist es trockener, perfekt, dann kann ich direkt hier sauber arbeiten und kriege mehr für mein Geld. Ich habe das schon mal in meinem Ideenvideo so ein bisschen geschildert, also das Ganze muss jetzt nicht irgendwie exakt sein für ein LS22. So, meine Idee war einfach, man bricht das Ganze so ein bisschen runter. Man sagt hier, wenn das Ganze reif ist, dann habe ich irgendwie 3 verschiedene Möglichkeiten oder 4 verschiedene Möglichkeiten. Einmal das, was ich ernte, das kann 20% Feuchtigkeit haben. 17,5%, 15% oder 12,5% Feuchtigkeit. Und dann habe ich quasi, sagen wir, 4 Fill-Types. Für Dinkel jetzt zum Beispiel. Natürlich für Weizen, Gerste etc. auch. Und dann habe ich natürlich auch 4 Preise, wenn ich es verkaufen möchte. Dann kann ich aber natürlich auch zu Hause hergehen und das Ganze dann runtertrocknen. Vielleicht kann man das dann auch noch mit Biogasanlage kombinieren, dass man davon die Abwärme nimmt, oder man hat ein Blockheizkraftwerk, was Abwärme produziert, Wärme produziert.
Und dann kann ich da ein bisschen, ja, vielfältigere Landwirtschaft betreiben. Und es ist natürlich auch wieder ein perfektes System für all diejenigen, die sagen, na, ich will ein LS einfach wie immer spielen. Ja, die können halt einfach hergehen, können sagen, ja, ist mir jetzt ganz egal, was für eine Feuchtigkeit das ich habe. Ich gehe einfach her und ernte und verkaufe dann mein Sach. Muss dann nichts trocknen. Mir egal, welche Feuchtigkeit das ich habe. Ja, das will, der kann es natürlich weitermachen, kann vollkommen Akkad spielen. Das einzige Nachteil, den er halt hat, so hinsichtlich Hochwachstum, was er an Einnahmen jetzt hat, wird es ein bisschen weniger sein, der wird ein bisschen länger brauchen. Aber für all diejenigen, die wirklich realistisch spielen wollen, ja, das Ganze schimpft sich ja auch Simulation. Wenn sich irgendwas Simulation nennt, dann habe ich zumindest auch den Anspruch, dass es irgendwie so nah wie irgendwie möglich an der Realität ist. Wir fahren mal das Rohr hier aus, dass wir hier vorne direkt an den Anhänger ran können. Jetzt habe ich doch vorher gelesen, 28.000 sollen wir von dem Feld hier ernten. Jetzt habe ich schon 11.000 im Tank. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Ach ja. Ich wäre da ein Joystick gekommen. Gut, ich würde sagen, ich lade hier ab. Ich stelle mein Sach voll ein. Und ich dresch mal den größten Teil des Feldes. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich dann fertig bin, fast fertig bin, gucken wir mal, wie viel das wir von dem Feld runterbekommen haben. So, ich bin jetzt gleich mit dem Feld hier schon fertig. Ging doch ratzfatz. Ich denke mal, es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt gerade eben zum zweiten Mal abgebunkert. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was im Tank drin. Ein bisschen was wird noch zusammenkommen. Wahrscheinlich hat die Feldinfo doch recht gehabt. Wir werden es gleich sehen. Ja, 2,5 Bahnen hier noch oder so. Und dann muss ich mich heute Nachmittag, heute Abend dann mal um das Stroh hier noch kümmern. Aber es darf gerne noch ein bisschen in der Sonne liegen. Darf noch ein bisschen antrocknen. Denn das ist ja auch meist noch so ein bisschen feucht. Je nachdem, wie das Wetter entsprechend die letzten Tage war. Ja. Definitiv. Was sage ich denn jetzt hierzu? Lohnt sich denn jetzt Dinkel oder nicht? Also, es ist definitiv mal eine coole Frucht zur Abwechslung. Ertrag. Ja, der ist jetzt nicht so hoch. Aber durch das, dass Dinkel eine seltene Frucht ist, ist auch der Preis ein bisschen besser. Also Dinkel zu Schweinefutter zu verarbeiten, lohnt sich jetzt eher nicht. Also klar, kann man machen. Aber da kriege ich doch mehr, wenn ich es direkt irgendwie verkaufe. Richtung Landhandel. Und deshalb ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich es angebaut habe, damit ich so ein bisschen Nischenprodukt habe, um dann halt auch hier mal ja, von der Fläche was zu ernten, was da ein bisschen mehr Geld gibt. Wenn ich da einfach nur Gerste drauf angebaut hätte oder so. Ich sag mal so, wir fahren hier die letzte Bahn noch schnell. Und dann gucken wir mal schnell rüber, wie viel das wir denn jetzt auf unseren Anhängern haben. Schon mal das Rohr wieder ausfahren. Das wird jetzt ganz schön eng hier. Kriegen wir das noch rein? Uiuiui. Ja, sieht gut aus, gerade so. Sehr gut. Dann können wir schon mal hier
Schneidwerk abschalten. Auf welchen Anhänger das wir draufpacken, es soll egal sein. Fahren wir auf den Hinteren vielleicht. Durch. Dann schauen wir mal, was haben wir denn? 24.341 Liter, das ist sogar weniger, wie die Feldinfo gesagt hat. Die war ja bei 28.000. Aber zum Vergleich für euch, wie groß ist denn das Feld noch? Das, da ist es. Bodenfläche haben wir hier 1,9 Hektar. Also wenn wir es dann überschlagen, sind es so rund 12.000, 13.000 Liter, so in dem Bereich, was wir da pro Hektar ernten können. Zumindest so wie es in dem Modpack, was ich da entsprechend euch vorgestellt habe, original eingestellt ist. Also ich habe jetzt nichts am Ertrag irgendwie rumgeschraubt. Genau, damit würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.